Mannschaft, die nach einer halben Stunde erneut Riesenglück hatte. Als Carsten Ramelow kurz vor der Halbzeit nach diesem Foul die gelb-rote Karte bekam, sprach eigentlich alles für Kamerun und nichts mehr für Deutschland. Doch Rudis Jungs glaubten weiter an sich. Nee, wir haben uns einfach gesagt, wir sind stark genug. Wir sind auch mit 10 Mann stark genug, Kamerun zu schlagen. Und wir haben einfach einen großen Willen in der Mannschaft. Wir haben eine gewisse Mentalität entwickelt. Die Joker, er war gerade erst eingewechselt worden. Kamerun versuchte jetzt alles, doch die Afrikaner hatten ausgezaubert. Christian Ziege und Co. ließen sich das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen, sondern schlugen noch ein zweites Mal zu. Flanke Ballack und Klose mit der Entscheidung in der 79. Minute. Schon der 5. Turniertreffer des 24-jährigen Lauterers, der jetzt alleine die WM-Torschützenliste anführt. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das Tor gemacht habe. Ich denke, ich habe vor 2 Tagen Geburtstag gehabt, der Trainer hat es ja gesagt. Es gibt nichts Schöneres, ich muss mich selber belohnen und damit habe ich das auch getan. Wir haben nach dem Spiel auch gegen Irland sind wir ruhig geblieben, auch wenn da Kritik aufkam. Aber ich denke, mit 7 Punkten und dem Torverhältnis haben wir eine sehr gute Vorrunde gespielt. Und